Heute geht's um mehrere Geraden im Raum. Wupp, geil. Claro, wenn wir uns anschauen wollen, wie Geraden zueinander liegen, sollten wir auch wissen, was Geraden überhaupt sind. Geraden im Raum haben einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. Eine Gerade muss man dauernd zwischen zwei Punkten aufstellen. Gott sei Dank geht das easy. Als Stützvektor nimmt man den Ortsvektor vom ersten Punkt und den Verbindungsvektor zwischen beiden Punkten nimmt man als Richtungsvektor. Was anders aussieht, muss nicht anders sein, weil man auch mit anderen Stütz- und Richtungsvektoren die gleiche Gerade aufstellen kann. Letztes Mal haben wir eine Gerade mit der Route von einem Flugzeug verglichen. Stellt euch jetzt mal zwei Flugzeuge vor, die beide geradeaus fliegen. Wie können die zwei Düsenstreifen angeordnet sein? Wie im Schaufliegen können sie natürlich nebeneinander fliegen, also in die gleiche Richtung, aber von unterschiedlichen Punkten aus. Wenn sie so fliegen, sind ihre Flugrouten parallel. Egal, ob sie in exakt entgegengesetzte Richtungen fliegen oder in die gleiche, die Kondensstreifen sehen von unten in beiden Fällen gleich aus. Deshalb spricht man auch, wenn die Richtungsvektoren in entgegengesetzte Richtungen zeigen, von parallelen Geraden. Die Länge ist übrigens von den Richtungsvektoren egal. Geben ja nur die Richtung an, die kann man eh so oft lang gehen, wie man will. Beide können auch hintereinander herfliegen. Dabei fliegen sie die gleiche Route durch exakt die gleichen Punkte. Die beiden Geraden nennt man dann gleich. Weil zweimal die gleiche Gerade logischerweise auch zweimal die gleiche Richtung hat, deshalb sind auch gleiche Geraden parallel. Umgekehrt gilt, habt ihr zwei Geraden, die parallel sind und einen gemeinsamen Punkt haben, dann führen die zwangsläufig auch durch alle anderen Punkte zusammen durch. Dann müssen die gleich sein. Mega gefährlich, wenn sich die Fluglinien schneiden. Dann fliegen beide Flugzeuge in komplett unterschiedliche Richtungen, kommen aber trotzdem beide an einer Stelle durch. Normalerweise halt nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Wenn doch, so sind schon ein paar Unfälle passiert. Warum ist Fliegen trotzdem so sicher? Erstens, weil viel dafür gemacht wird, dass Flugzeuge nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort durchfliegen. Oft fliegen die aber von vornherein schon auf unterschiedlichen Höhen in verschiedenen Richtungen. Die Flugzeuge fliegen also weder parallel zueinander, noch kreuzen sich irgendwo ihre Flugrouten. Zwei solche Geraden nennt man, kein Scherz, windschief. Merkt euch die vier Begriffe unbedingt. Die müssen unbedingt sitzen. Die vier Arten, wie Geraden liegen können, müsst ihr im Kopf behalten. Parallel, das ist, wenn die Richtungsvektoren der Geraden in die gleiche oder genau entgegengesetzte Richtung zeigen. Manche parallele Geraden sind speziell, sogar gleich nennt man die, wenn sie die gleichen Punkte haben. Es reicht zu wissen, dass zwei Geraden parallel sind und einen gemeinsamen Punkt haben. Dann sind sie gleich. Schneiden können sich nur Geraden, die in verschiedene Richtungen gehen. Beide haben aber einen gemeinsamen Punkt, den Schnittpunkt. Hier treffen sich beide Geraden wie zwei Straßen auf einer Kreuzung. Wenn Geraden unterschiedliche Richtungen haben und sich nicht treffen, also keinen einzigen gemeinsamen Punkt haben, dann heißen sie windschief. Nice Leute, dann bis gleich im nächsten Video.